Tarifvertrag jetzt. So lautet die Forderung der Gewerkschaft IG Metall und der Angestellten des Automobilzulieferers Snob Automotive. Die hohe Inflation macht der Belegschaft zu schaffen. Damit am Ende des Monats mehr übrig bleibt, fordern sie nun eine tarifliche Entlohnung. Denn bislang seien die Lohnerhöhungen nicht ausreichend gewesen, besonders im Vergleich zu den tariflichen Lohnerhöhungen. Ich kenne die Firma jetzt eine sehr lange Zeit, ne? Und wir haben nie wirklich viel bekommen, wenn man so die tariflichen Verhandlungen gehört hat, die immer in Radio und sowas kamen, lagen wir immer sehr weit drunter. Denn besonders angesichts der gestiegenen Inflation sei das Angebot der Arbeitgeberseite zu niedrig gewesen. Ja, 2,1% können Sie sich selber denken, bei einer Inflation von fast 8-10% war ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Und so hat die Belegschaft das auch aufgenommen. Mit dieser Sicht ist Marcel Spiewak nicht allein. Auch seine Kolleginnen und Kollegen bei Snob Automotive sehen dies ähnlich. Deshalb hat die Belegschaft des Betriebs bereits im vergangenen Jahr angefangen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und das in einer Geschwindigkeit, die auch für Ünsal Bascha von der IG Metall nicht alltäglich ist. In weniger als einem halben Jahr ist hier von quasi null auf deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten eingetreten. Und auch mit einer Motivation nehmen sie an Informationsveranstaltungen und Versammlungen der IG Metall teil und wollen klipp und klar einen Tarifvertrag. Sie wollen das Gleiche, was auch andere haben. Sie wollen gleiche Arbeit, gleiches Geld und vor allem möchten sie natürlich mit dem Einkommen und der drückenden Inflation ihren Familien etwas bieten. Mehr als die Hälfte der Belegschaft ist am Duisburger Standort nun also gewerkschaftlich organisiert. Dadurch erhofft man sich eine stärkere Stimme in den kommenden Verhandlungen. Aber ob es die geben wird, ist aktuell noch unklar. Denn die Arbeitgeberseite hat nach zwei Gesprächen die Verhandlungen abgebrochen. Seit Yildirim ist sich aber trotzdem sicher, dass man die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch bekommt. Also wir wissen ganz genau, dass wir als Belegschaft viel erreichen können, dass das Unternehmen von uns abhängig ist und dass die ganzen Gespräche jetzt geblockt sind, ist natürlich ein Zeichen, dass wir wieder nicht anerkannt werden und dass das so nicht weitergeht. Zu den Forderungen hat Snob Automotive bis Redaktionsschluss keine Stellung bezogen. Und auch wenn die Gespräche mit der IG Metall vorerst abgebrochen wurden, will man von Seiten der Gewerkschaft gesprächsoffen bleiben. Der Arbeitgeber hat den Termin abgesagt. Wir halten uns den frei und fordern auch hier an dieser Stelle erneut nochmal auf, mit uns zu verhandeln, mit uns weitere Wege zu suchen. Und wenn der Arbeitgeber es weiterhin ablehnt, dann sind die nächsten Schritte bekannt und dann werden wir auch öfter und viel länger hier draußen vorm Werk stehen müssen. Sollten die Verhandlungen aber nicht wieder aufgenommen werden, seien auch längere Streiks eine Option. Denn in der Belegschaft ist man überzeugt, für eine Entlohnung nach Tarifvertrag zu kämpfen.